Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Auf das letzte Video habe ich sehr viele Rückmeldungen erhalten. Sie erinnern sich, die beiden Brandbriefe unserer deutschen und österreichischen Kollegen, die natürlich wirkungslos verpufften. Das Ganze hatte noch ein Nachspiel. Es gab eine Replik von 50 Didaktikern, die auch im Tagesspiegel abgedruckt worden ist. Und daraufhin weitere Brandbriefe, die natürlich genauso wirkungslos blieben und geflissentlich ignoriert worden sind. Ja, diese weiteren Materialien sind mir zugesandt worden. An dieser Stelle herzlichen Dank an Frau Dr. Baumann, die maßgeblich an diesen Briefen mitgeschrieben hat. Ich werde in Kürze auf Ihre weiteren Briefe öffentlich zurückkehren. Aber bevor ich das tue, möchte ich hier nochmal zwei kürzere Videos aufnehmen, um dann meine Kritik, insbesondere an die Replik dieser 50 Didaktiker, fundierter ausdrücken zu können. Um was geht es heute? Ja, einen sehr interessanten Aufsatz aus Schulbüchern wirklich von Hermann Kache aus dem Jahr 2021, der eigentlich zur Publikation in den Mitteilungen der Deutschen Mathematikervereinigung vorgesehen war, aber dann nicht angenommen wurde. Ja, was ist denn das jetzt hier für so ein böser, interessanter Artikel? Das interessiert uns natürlich. Wir geben den Bildschirm frei und gucken uns mal an, was denn der Herr Kache gesagt hat. Aus Schulbüchern wirklich. Hermann Kache in Bonn, kurz zur Person von Hermann Kache. Das ist ein emeritierter Professor der Universität Bonn, mittlerweile schon etwas betagt, 84 Jahre. Ich darf sagen, er ist ein alter Mann, ein zorniger alter Mann, der sich immer noch um die Mathematik kümmert. Hermann Kache hat wesentliche Beiträge zur Differentialgeometrie geleistet, insbesondere zu Minimalflächen. Also ein Mann, der von Geometrie was versteht, den man sowohl fachlich als auch persönlich durch und durch ernst nehmen muss und soll. Und jetzt mal gucken. Er traut seinen Augen nicht mehr, denn für ihn ist eine wesentliche Voraussetzung der Mathematik folgendes. Mathematiker betrachten das logische Folgern aus natürlichen oder hypothetischen Voraussetzungen als ein zentrales Kernstück der Mathematik. Ja, logisches Folgern, wir haben natürliche, hypothetische Voraussetzungen, die wir intuitiv als richtig erkennen und folgern dann etwas, was erstmal nicht so offensichtlich ist. Und jetzt wird behauptet, aus heutigen Schulbüchern zur Mathematik ist dieses Zentralstück weitgehend verschwunden. Und dann tritt als Mathematiker alte Schule Hermann Kache zum Beweis dieser Behauptung an. Und er zeigt uns ein Bild. Winkelsumme im Dreieck. Wir lassen das auf uns wirken. Winkelsumme durch Zerreißen. Rot, blau und grün sind die Ecken, die werden abgerissen und dann oben an der blauen Spitze hier angelegt und dann gibt es 180 Grad und dann steht hier Alpha plus Beta plus Gamma ist 180 Grad. Ja, an was erinnert uns denn das? An diese wunderschöne Formulierung aus dem ersten Brandbrief der Deutschen. Entsprechend sehen kompetenzorientierte Lehrbücher aus, wie ein Kaleidoskop. Oder ein Panorama, in dem mit jeder Doppelseite ein neues Thema angefangen wird. Man sieht viel Text und bunte Bilder, aber keinen roten Faden mehr. Viel Text und bunte Bilder. Jetzt haken wir ein. Jetzt machen wir eine Detour über den großen Teich nach Stanford und schauen uns da mal bunte Bilder an. JoeBowler.org Creating Limitless Learners. Ja, es wird hier neue Menschen erzeugt, ja, grenzenlose, lernende Menschen. Ja. The sky is the limit. Ja. Und wir sehen hier viel buntes Papier, in dem Fall geknüllt. Oh, schon schick. Ja. Adrett. Ja. Der blaue Knäuel ist besonders interessant. Ja. Man macht ein bisschen Schleichwerbung für den Apfel, muss ja sein. Ja, wer ist denn Joe Bode? Who am I? Ja, dedicated educator, also einer, der sich wirklich sorgt. Ja, das ist ganz wichtig. Und wir lesen hier.
I'm a Stanford professor and my goal is to have all learners and all people know they are limitless. Ja, wir brauchen jetzt Frau Bohle, die uns das sagt. The website is a place where I share my own ideas and thoughts. It is not affiliated with Stanford University. Jetzt horchen wir schon auf. Zuerst sagt sie, ganz wichtig, also sie ist ein Stanford-Professor, aber diese Seite hat mit der Stanford-Universität nichts zu tun. Ja, sie braucht das Label Stanford-Professor, um dem Nachdruck zu verleihen, dass das, was sie tut, angeblich oder so wertig ist. Diese Seite ist aufgesetzt worden, wahrscheinlich nicht von ihr, und zwar zu ihrer Verteidigung, weil sie momentan in der Öffentlichkeit in Kalifornien hart angegangen wird. Und da lesen wir Defending Professor Jo Bohle and her work, ja, und so weiter. Ja, Sie können sich diesen Abschnitt mal durchlesen. Er endet, this work is part of the ongoing struggle for the more equitable and just society that we all need. Ja, und Mathematik gegen Rassismus, Mathematik, die jetzt die Kreativität neu fördert, die man völlig neu denken und machen muss. Ja, warum ist er denn so unter Kritik gekommen? Und ja, Stanford University, eine weltbekannte Universität, hat natürlich die verschiedensten Fachbereiche und anders als in Deutschland ist die Didaktik der Mathematik, also das heißt hier Mathematics Education, dem mathematischen Institut, dem Mathematics Department, nicht angegliedert. Das sind zwei separierte Einheiten, die beide weltberühmt sind für unterschiedliche Dinge. Das Mathematische Institut, vor allem durch die Beiträge ihrer Repräsentanten zur Mathematik, und das Mathematics Education Institut, ja, für neue Ideen des Unterrichts, Neugestaltung und, ja, wie möchte ich sagen, also Wokeism and Cancel Culture. Ja, hat natürlich also seinen Ursprung an der Westküste der Vereinigten Staaten. Ein anderes Zentrum ist Berkeley. Ja, jetzt haben wir also hier diese Jo Bohle aus dem Mathematics Education Department in Nachfolge von Devlin. Und jetzt haben wir hier Brian Conrad aus dem Mathematik Department. Wer ist Brian Conrad? Also hier steht es. Professor of Mathematics, Director of Undergraduate Studies in Mathematics, Stanford University. Ja, kurz zu Brian Conrad, der ist wirklich weltbekannt. Er hat zusammen mit seinem Doktorvater Richard Taylor die letzte Lücke in dem Weilschen Beweis des großen Fermats Satzes geschlossen. Also ist ein exzellenter Mathematiker. Meine Altersklasse, ich kenne ihn. Ja, und der hat jetzt hier in das CMF reingelesen. Was ist dieses CMF? Das ist California Mathematics Framework. Ja, das ist sowas wie ein Curriculum. So soll sich dann der Mathematikunterricht an den High Schools und Elementary Schools dann ausrichten. Und das muss dann zur öffentlichen Debatte gestellt werden. Das ist ein bisschen anders wie bei uns. Und dann kann man eben öffentlich Kommentare abgeben und das kritisieren. Und dieses neue CMF, das wurde verfasst, letztendlich unter Federführung von Frau Bohle, das ist ein 900-seitiges Werk. Ja, Brian hat das ganz gelesen und war entsetzt. Ja, er hat sich die Mühe gemacht. Und er hat hier 7 öffentliche Kommentare verfasst und Nummer 2 ist die Smoking Gun. Jetzt zu den Hintergründen. Also Frau Bohle entwickelt natürlich ein Narrativ, dass das, was sie tut, ja wirklich Grenzenlosigkeit erzeugt, dass wir so unser Potenzial viel besser ausschöpfen können, wenn wir es auf diese Art und Weise machen. Und das muss sie natürlich belegen. Und die Belege kommen dann aus der Neurowissenschaft. Und um das jetzt hier vereinfacht zu sagen, also wird dann behauptet, ja, wenn man diese Art von kreativen Unterricht dann macht, dann ändern sich auch unsere Gehirnhälften. Ja, der ganze Austausch, die Chemie in unserem Gehirn ändert sich, wir werden neue Menschen dadurch. Ja, das können Sie schon fast gar nicht glauben. Und ja, wenn man so etwas liest. Und genau so sagt es dann eben auch Brian Conrad. When I read the new CMF,
I encountered a lot of assertions that were hard to believe and were justified by citations to other papers. So I read these other papers. Also, da wird hier etwas zitiert, das ist das Sauvet aus der Neurowissenschaft. To my astonishment, in essentially all cases, the papers were seriously misrepresented in the CMF. Some papers even had conclusions opposite to what was said in the CMF. Also es wird falsch zitiert und manchmal wird um 180 Grad gedreht. Ja, Citation Misrepresentation. Hier haben wir das Linked Document. Also es sind 7 längere Dokumente, die Brian Conrad in die Öffentlichkeit gestellt hat. Und er ist da ein bisschen verhaltener. Er spricht von Neuroscience via Pseudoscience. Also was versteht man unter Pseudowissenschaft? Pseudowissenschaft ist eine degenerierte Form der Wissenschaft, indem man ein Narrativ entwickelt und Gegenargumente bewusst ausblendet, um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen, das man gerne möchte. Wird immer verbreiteter. Und das ist es natürlich, was es ist. Man hat hier nur eine Richtung und ein Ziel. Das ist eben dieses neue Curriculum zu schaffen, was natürlich völlig mathematikentkernt ist. Das ist klar. Aber es ist eigentlich dann das Neuroscience via Pseudoscience. Und es hat sich dann eben herausgestellt, nachdem er das gelesen hat, dass das gar nicht in den Papieren steht. Dann hat er dann eben nochmal konsultiert mit führenden Neurologen in den USA und die haben ihm das bestätigt, dass das so nicht drinsteht und dass es eigentlich ganz anders gemeint ist. Und das ist dann nicht nur fehlerhaftes Zitieren, da kann man eigentlich schon Vorsatz sehen. In Amerika ist der Term fraudulent science, in Deutschland spricht man vom Betrug. Und genau das ist das, was Frau Bohle da vorgeworfen wird, dass sie das letztendlich nicht begründen kann. Jetzt können Sie sagen, diese Sachen, die sind für Deutschland nicht wichtig. Nein, so ist es auch nicht. Denn diese Ideen, diese Wokeism und Cancel Culture, das schwappt über den Teich und gerade die junge Generation der Mathematikdidaktiker nimmt das wohlwollend auf und entwickelt das in Deutschland weiter. So, jetzt haben wir viele bunte Bilder über den Teich gesehen. Gehen wir zurück zu dem Aufsatz von Hermann Kache. Also nochmal, also eigentlich beginnen wir von natürlichen Voraussetzungen, die intuitiv klar sind und kommen dann zu etwas Überraschendem, wie zum Beispiel diesem Winkelsummensatz. Und Hermann Kache sagt uns dann, wie es geht. Er sagt, seit 2000 Jahren machen wir doch Mathematik anders. Und wie kommt es, dass wir das jetzt hier auf einmal so pervertieren? Und wie haben wir das denn hier 2000 Jahre lang gemacht? Das wollte ich hier noch kurz vorstellen, auf eine Art und Weise, die für die Öffentlichkeit auch intuitiv einsichtig ist. Erstmal ist es ein Satz von Euklid. Das steht in diesen Bastelbüchern ja gar nicht mehr. Ja, die Kulturgeschichte ist ja gar nicht mehr wesentlich. Es wird hier irgendwas zusammengebastelt und es wäre so. Aber dass wir hier in einer langen Tradition stehen, einer jahrtausendenlangen Tradition, ist natürlich sehr wichtig. Und der Name Euklid muss hier genannt werden. Ja. Und dieser wunderschöne Satz, der mich damals, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, so tief beeindruckt hat und bis heute. Die Winkelsumme im Dreieck beträgt stets 180, also das berühmte Alpha plus Beta plus Gamma ist 180. Egal welches Dreieck Sie nehmen, es ist immer so. Und das ist erstmal intuitiv gar nicht klar, dass es so ist. Und was ist denn der Standardbeweis, den wir hier seit Hunderten von Jahren machen? Also Beweis für die Schule ist eine stichhaltige Begründung, und aus natürlichen Hypothesen. Und wir können auch bunte Bilder. Ja, ich habe das Dreieck in der Mitte gemalt, Alpha, Beta und Gamma. Und jetzt möchten wir sehen, dass die drei zusammen 180 Grad ergeben. Und wir fangen mit Dingen an, die intuitiv klar sind. Und was machen wir denn als erstes? Wir gehen an die Spitze und machen das Indianerzelt. So. Ja. Was gemeint ist, ich habe es natürlich wieder mal furchtbar gezeichnet, wir wenden den Wechselwinkelsatz an. Ich habe ihn hier links unten, das ist intuitiv völlig klar. Ein sich schneidendes, bei einem sich schneidenden geraden Paar sind die gegenüberliegenden Winkel gleich groß.
Und das heißt, wir bekommen, dass der gelbe hier das gleiche ist wie der. Der Wechselwinkelsatz ist einfach zu beweisen und intuitiv sehr einsichtig. Jetzt kommen wir zu den anderen beiden. Ja, was machen wir denn da? Ja, da verlängern wir vielleicht erstmal diese Grundlinie zu einer Gerade. Und jetzt wenden wir das Parallelenaxiom an zu einem Punkt, der nicht auf dieser Gerade liegt. Gibt es genau eine Parallele, die durch diesen Punkt geht? Dieser Punkt ist diese Spitze, die wir hier oben haben. So, das ist unsere Hilfslinie. Und jetzt kommt der Stufenwinkelsatz. Das ist ein sehr interessanter Satz. Der ist letztendlich elementar nicht beweisbar. Also man braucht die Translationsinvarianz der Ebenengeometrie. Das ist ein Axiom, das dahinter steckt. Also kann ich jetzt hier gerne mal den Stufenwinkelsatz als Axiom hernehmen. Hermann Kache führt das in seinem Aufsatz auf noch etwas Elementareres zurück, auf Rechtecke, aber so weit möchte ich jetzt nicht gehen. Das können Sie sich dann gerne ansehen. Und ja, dann haben wir also hier diesen Stufenwinkel. Das ist jetzt, das soll jetzt Alpha sein, aber weil ich natürlich so schlecht gezeichnet habe. Aber das macht nichts. Und das ist dann hier der blaue. Ja, das ist der blaue Stufenwinkel rechts und der andere rot. Und rot, gelb, blau. Beta, Gamma und Alpha geben zusammen 180 Grad. Ja, so haben wir das bisher immer gemacht. Und jetzt wird hier Mathematik zusammengebastelt. Einschub Ende. Ja, wir gehen zurück zu dem Artikel und nochmal hier dieser erste Satz. In Wahrheit geht Mathematik seit über 2000 Jahren anders. Ja. Und logische Argumentation hat keinen Platz mehr. Und er spricht hier von einem vorsätzlichen Verzicht auf Logik. Und das ist kein überzogener Vorwurf. Ja, okay. Der Text geht weiter. Ich kann ihn jetzt hier in aller Ausführlichkeit nicht besprechen, will ihn auch nicht besprechen. Es ist ein durch und durch lesenswerter Text, den ich am Ende des Videos für Sie verlinken werde. Und Sie sind herzlich eingeladen, diesen Text dann in Ruhe durchzulesen. Jetzt noch was Wunderschönes. Ja. In einem anderen Buch wird die Klasse 13 mit dieser Anwendung veralbert. Ja. Was sehen wir denn hier? Ein Indianer am Punkt P rechts im Bild, der einen Bogen schießt, ja, vom Punkt P aus 0015 in Richtung V, ja, auf Bär, Wolf oder Elch, BWE. Ja. Und jetzt muss man irgendwie gucken, in welche Richtung, dass man schießen muss, ja, dass man B, B oder E trifft. Ja, das passt eigentlich mehr auf eine Haribo-Packung. Und ich bin ein bisschen jüngerer Jahrgang wie Herr Kache. Das heißt, also mir ist es durchaus erlaubt, ja, etwas drastischere Sprache zu verwenden. Das ist hier keine Veralberung, es ist eine totale Verarsche. Ja, das ist das, was es ist. Ja, diese Pfeile, die schweben natürlich im Wolkenkuckucksheim der Didaktik im gravitationsfreien Raum. Die sinken gar nicht ab. Das ist völlig realitätsfern. Was soll denn hier modelliert werden? Ja, völliger Quatsch. Hat mit Physik überhaupt nichts zu tun. Ja, die malen gerne bunte Bilder. Ich glaube, das sind eher so Grafikdesigner, in der Regel auch ziemlich schlechte, die diese Bücher machen. Ja. Die ja, so ein 3/8 oder 1/7 Wissen von Mathematik haben und glauben, dass sie sicher also in Form dieser Bücher hier intellektuell auskotzen dürfen. Nein. Er hat dann noch weitere Beispiele geführt. Es ist völlig klar, was man von diesen Büchern zu halten hat. Ja, sofort entfernen, ja, und in die Altpapiertonne werfen. Ja, sie haben wirklich nichts, gar nichts, ja, in der Schule verloren. So, es geht weiter. Wie gesagt, der Artikel war aus dem Jahr 2021, also aus dem letzten Jahr. Und jetzt schreibt er hier, ich war 1976 an einer Stellungnahme der DMV, der Deutschen Mathematikervereinigung, beteiligt. Stellen Sie sich bitte nicht vor, dass solche Texte mal einfach an einem Nachmittag entstehen. Sie bedeuten erhebliche Arbeit für die beauftragten Vertreter. Das Aufsatzschreiben dauert, es muss gut formuliert sein. Ja, leider ist es dann für die Adressaten ziemlich einfach, solche Stellungnahmen abzuhelfen. Sie können schreiben, was Sie wollen, Brandbriefe. Sie können sich zusammentun mit Hunderten, Tausenden Mathematikern. Wenn Sie Glück haben, bekommen Sie eine Eingangsbestätigung des Ministeriums. Ja, vielen Dank. Ja.
Und eine Änderung der Schulbuchmisere wird nicht durch Stellungnahmen der DMV erreicht. Ja, völlig klar. Und was jetzt sagt der Herr? Und das ist der Aufruf des zornigen alten Mannes. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die Anfängervorlesungen halten, die mit Lehrerausbildung zu tun haben oder die Schulkinder in ihrer Verwandtschaft haben, sehen sich die Schulbücher an. Ja, ich habe mir auch die Schulbücher von meinem Sohn angeguckt und ich war entsetzt. Ja. Und dann weiter. Wenn die Mathematiker insgesamt sich nicht gegen die Degeneration und Pervertierung ja, der Mathematik auf der Schule wehren, dann geht es eben weiter bergab. Noch einmal, bitte sehen Sie sich die Schulbücher an. Es ist dringend, dass mathematische Inhalte und logische Argumentationen wieder ernst genommen werden. Ja, und bitte nehmen Sie diese Argumentation und diesen Zorn ja, dieses gewichtigen alten Mannes ernst. Herzlichen Dank fürs Zugucken und bis bald. Tschüss.